Meine Mini-Zange. Wucherndes Nasenhaar? Kein Problem. Sie haben eine Nasenhaarzange. Aber seien wir ehrlich, Ladies, wenn Sie Nasenhaarproblem haben, werden Sie sowieso nicht auf Partys eingeladen. Danke, Heidi. Keine Ursache, Tim. Aber was machen nun Frauen, die mit Werkzeug nicht klarkommen? Für die empfehlen wir den Heimwerker in der Tüte. Ein kurzer Handgriff. Wollen wir die Kinder in die Mitte nehmen? Nein! Hey Randy, spielen wir eine Runde? Ich kann nicht, ich mache Schularbeiten. Liebe Molly! Hey, verschwinde! Meine Schularbeiten gehen dich nichts an! Das sieht aber nicht aus wie Schularbeiten. Spinnst du? Wenn ich daran denke, dich zu umarmen, klopft mein Herz eine Symphonie. Das ist für den Musikunterricht. Ach ja? Und wer ist Molly? Da sieht man, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Molly ist ein Musikinstrument. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du hast eine neue Freundin. Wer ist sie? Versprichst du mir, es niemand zu erzählen? Ist sie so hässlich? Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Wir haben uns nur Liebesbriefe über das Single-Forum in so einem Computernetzwerk geschickt. Wann werdet ihr euch treffen? Niemals. Sie ist 25. Das gibt's ja nicht. Aber warum sollte sich ein 25-jähriges Mädchen für dich interessieren? Weil sie glaubt, ich bin ein 32 Jahre alter Hautarzt. Und wie kommt sie darauf? Ich hab's ihr geschrieben. Außerdem bin ich 1,92 und fahre in Ferrari. Warte, bis sie merkt, dass du 1,50 bist und ein Mountainbike fährst. Weißt du, das ist der Vorteil daran. Sie wird's niemals erfahren. Sie wohnt in St. Louis. Was ist das? Einer von Dads alten Liebesbriefen an Mom. Die kommen saugut rüber. Mein Schätzchen, ich wünschte, du wärst gestern bei mir gewesen, um mit mir den schönsten Tag meines Lebens zu verbringen. Halbe Preise im Werkzeugcenter. Mom, haben wir Styroporkugeln? Nein. Mach ihm deine Fleischbällchen. Wahnsinnig witzig, hahaha. Ha, ha. Tut mir leid, das, was hier Styropor am nächsten kommt, sind diese Reiskekse. Es müssen Kugeln sein. Schade. Ich muss für mein Physikprojekt ein Sonnensystem basteln. Ein Physikprojekt? Ich habe Randy bei seinem Vulkan für Erdkunde geholfen. Er hat eine 5 gekriegt. Tim, ich glaube, Mark ist clever genug, um diese Aufgabe ganz allein zu bewältigen. Jill? Ich glaube, zu zweit macht es mehr Spaß. Ich will nicht, dass du es für ihn baust. Ein Vater darf seinen Sohn doch wohl bei sowas unterstützen. Meiner hat mich auch unterstützt. Damit du die Nachbarn nicht in die Luft jagst. Mark wird nie was lernen, wenn er sowas nicht alleine schafft. Das stimmt, Dad. Halt du dich da raus. Es geht nur deine Mom und mich an. Tim! Okay, ich werde ihm nur zusehen. Ihn bloß führen. Wie willst du das Ding bauen? Naja, ich hab vor...
die Styroporkugeln an Drähten aufzuhängen. Du kannst sie nicht einfach nur aufhängen. Du musst die Abstände der Planeten voneinander berechnen. Dann brauchst du die Abstände zur Sonne. Und das muss genau stimmen. Dad, ich dachte, du wolltest bloß zusehen. Das mache ich auch. Ich sage dir nur, was ich sehen will. Okay, hier sind die Styroporkugeln für die Planeten. Dad, so viele Planeten gibt's nicht. Klar doch. Neptun, Jupiter, Saturn, Mars, Venus, Erde. Merkur, Ford, Chevy, Volvo, Wartburg. Den Planeten gibt's nicht mehr. Ich werde sie jetzt anmalen. Okay, das ist nicht einfach. Du musst die Farbe möglichst gleichmäßig auf die Oberfläche der... Gleichmäßig... Ah, du weißt schon. Okay, prima. Es ist dein Projekt. Mach du was Wichtigeres. Ich werde das hier ausbessern. Was soll ich machen? Wieg die Drähte für die Umlaufbahn. Okay. Gerade. Schön gerade. Gerade. Du musst... Gib mal her. Du brauchst deine Zeit nicht, mit sowas zu verschwenden. Was mache ich dann? Beobachte, wie sich der Aggregatzustand der Farbe verändert. Was soll das bedeuten? Guck zu, wie die Farbe trocknet. Ich mach auf. Nichts anfassen, okay? Ich mach auf. Hi. Hi. Ich bin Molly. Sieht man gar nicht. Das ist Molly. Und wer sind Sie? Ich bin Tims Frau, Jill. Wer ist Tim? Der Mann, mit dem Sie Händchen halten. Oh, es tut mir leid. Ich dachte, Sie wären Randy. Unser 12-jähriger Sohn heißt Randy. 12? Nein, der Randy Taylor, mit dem ich über Computer kommuniziert habe, ist Hautarzt. Schatz, hat Randy schon wieder die Schule geschwänzt und heimlich Medizin studiert? Haben Sie bestimmt die richtige Adresse? Ja, ich habe ihm sogar mal Software hierher geschickt. Wie wär's, wenn Sie erstmal reinkommen? Ich glaube, ich weiß, was hier läuft. Was hat dieser Randy Taylor sonst noch über sich geschrieben? Nur, dass er 2 nervtötende Brüder hat und dass seine Mutter nicht kochen kann. Ach ja, und dass sein Vater Katastrophen verursacht. Gut, dass das nicht meine Familie ist. Tim, wir sind diese Familie. Abgesehen von der Kochsache. Ja, kaum zu glauben. Ich habe mit einem 12-Jährigen kommuniziert. Er ist ziemlich reif für sein Alter. Das wäre eine Erklärung. Seine Worte waren so romantisch und witzig. Das einzig Merkwürdige daran war seine Begeisterung für Werkzeug. Was soll daran merkwürdig sein? Wissen Sie, er hat sowas geschrieben wie, mein Humor wäre so scharf wie eine Radialarmsäge. Und als er vom Mondschein geschwärmt hat, schrieb er... Er wäre so hell wie ein Scheinwerfer von einem 57er Buick Roadmaster Cabrio. Woher wissen Sie das? So hat Tim damals um meine Hand angehalten. Ehrlich? Das ist gut. Randy hat einfach unsere alten Liebesbriefe abgekupfert. Oh, Molly, das tut mir furchtbar leid. Ach, Unsinn, ist schon gut. Ich musste sowieso geschäftlich nach Detroit. Außerdem ist er noch ein Kind. Ich will ihn dafür nicht bestrafen. Wir machen das anders. Wir sind Rabeneltern. Wenn eins unserer Kinder Doktor spielt, hängen wir ihm einen Kunstfehlerprozess an. Brad, komm mal her! Ich habe eine neue Message von Molly in meiner Mailbox. Was steht drin? Geliebter Randy, ich werde noch heute Abend zu einer Geschäftsreise aufbrechen. Und schon morgen bin ich in Detroit. Ich denke, ich werde so ungefähr um 2 Uhr bei dir vorbeikommen. Oh, oh. Ich find's toll, dass wir beide uns endlich mal kennenlernen. Kuss, Molly. P.S. Ich habe einen riesen Pickel, den du dir mal ansehen solltest.
Randy, du musst hier antworten und verhindern, dass sie kommt. Es ist zu spät. Sie ist schon losgefahren. Dann solltest du unbedingt nachlesen, wie man Pickel entfernt. Oh Mann, ich sitze in der Tinte. Was mache ich denn jetzt? Okay, wie wäre das? Molly weiß nicht, wie du aussiehst. Wenn sie aufkreuzt, dann sagst du ihr, Randy Taylor wäre ausgezogen und wir sind die Nachmieter. Okay, das ist ziemlich gut. Aber was ist, wenn Mom und Dad vor mir an die Tür gehen? Dann hast du nichts mehr zu befürchten, denn du bist tot. Hallo Mom, wie ist das mit Dad und dir? Werdet ihr morgen so ungefähr um 2 Uhr hier sein? Tja, mal sehen. Dad wird im Studio sein, ich werde wohl einkaufen. Es gibt ein paar tolle Schnäppchen in der Boutique, die ich sehr gut finde. Toll, spitze, fabelhafte Idee. Obwohl, ich weiß es noch nicht. Vielleicht bleibe ich auch zu Hause. Solche Verkaufsaktionen gehen mir unheimlich auf die Nerven. Ein Haufen Frauen, die sich anrempeln, nur um 40 Cent an dem BH zu sparen. Weißt du was, du solltest trotzdem hingehen. Du könntest einen neuen BH brauchen. Wirklich? Woher willst du das wissen? Dad hat's mir gesagt. Er hat mir auch gesagt, dass der letzte BH, den du gekauft hast, ziemlich blöd aussieht. Du solltest dir beim Auswählen viel Zeit nehmen. Ich bin eigentlich der Meinung, dein Vater sollte sich mit dir über derartige Themen nicht unterhalten. Weißt du, dieser BH hat ihn wohl enorm verstört. Aber ich verspreche dir, wenn du den richtigen BH findest, dann ist das Problem aus der Welt. Viel Glück, Mom. So, Wilson, ich habe mir eine Sonne gebastelt. Haben Sie nicht genug Geld, um in Urlaub zu fahren? Witzig, Wilson, witzig. Tja, Tim, ich hoffe, Sie bekommen für Marks Sonnensystem eine bessere Note als für Randys Vulkan. Mark hat mir dabei geholfen. Sehen Sie diesen perfekt gebogenen Draht? Den hat Mark gebogen? Nein, ich, aber er hat ihn mir gegeben. Wissen Sie, Tim, das erinnert mich an ein altes chinesisches Sprichwort. Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn einen Tag. Bring ihm bei, wie man Fische fängt und du ernährst ihn ein ganzes Leben. Wenn ich Mark das selber basteln lasse, lernt er dabei mehr, als wenn ich es für ihn mache. Sehr gut, Tim. Schön, aber mit chinesischen Sprichwörtern gewinnt man keine Preise auf Ausstellungen. Wenn ich Mark das selber basteln lasse, kommt dabei keine Profiarbeit raus. Nichts Richtiges, verstehen Sie? Und er ist Sohn von einem Heimwerker. Was werden die Leute sagen? Über Mark oder über Sie? Ich verstehe schon. Aber es gibt ein Problem. Wenn ich Mark alles machen lasse, habe ich nichts mehr zu tun. Dad, ich gehe rüber zu Bobby. Sag mir Bescheid, wenn du mein Physikprojekt fertig hast. Nicht so schnell, mein Freund. Das ist dein Physikprojekt. Du bleibst schön hier und arbeitest weiter. Kennst du nicht das alte chinesische Sprichwort? Du kannst deinem Fisch das Tanzen beibringen, aber wenn er alt wird, wirst du ihn nicht mehr los. Wir haben immer noch unsere Spezialwerkzeugwoche in der Tooltime. Das stimmt. Wir demonstrieren Ihnen Werkzeug, das Sie nicht unbedingt im nächsten Heimwerkerladen um die Ecke finden. Und für das heutige Werkzeug müssten Sie sogar bis in den Weltraum fahren. Vorgestellt wird es von den Männern, die für das Hubble Space Teleskop verantwortlich sind. Sie sind hier in Detroit, um sich die große Wissenschaftsausstellung anzusehen. Ich bitte um einen Tooltime-Applaus für unsere Astronauten, die Crew vom Endeavour Space Shuttle. Haben Sie nicht auch eine Frau in der Crew? Ja, das stimmt, Tim. Kathy Thornton. Aber sie muss sich in der NASA um die wichtigen Arbeiten kümmern. Der Mann hier ist Mission Commander Dick Covey. Freut mich sehr. Ich auch, Tim. Und Dick überwacht die gesamte technische Betreuung vom Hubble Space Teleskop. Dick, wie ist das so, mit Werkzeug im Weltraum zu arbeiten? Tja, Tim, es ist eigentlich genauso wie hier auf der Erde. Aber es gibt keine Schwerkraft. Und deshalb kann einem nie ein Werkzeug auf den Fuß fallen. Klingt nach der perfekten Arbeitsumgebung für dich, Tim. Der ist verdammt witzig. Ja, ein richtiger Astronus. Tim, es heißt Astronaut. Ich weiß, das war nur ein kleiner Witz. Tut mir leid, das habe ich nicht gemerkt. Das hier ist Ken Bowersox.
Er ist ein Navy-Mann, genau wie ich. Seine Freunde haben ihm den Spitznamen Socks gegeben. Socke? Ich vermute mal, weil sie ihre im Weltraum niemals wechseln. Nein, Tim, sondern weil ich mit Nachnamen Bauer Socks heiße. Niemand nennt sie Bauer? Nein, niemand. Payload Command, a story, Musgrave. Story, erzählen Sie meine Story. Komisch, der blöde Witz ist noch niemandem eingefallen. Ich habe gehört, Sie mögen die Tooltime. Das stimmt, Tim. Aber ein noch größerer Fan ist mein Freund und Kollege Jeff Hoffman. Hi, Jeff, freut mich. Hi, Tim. Es stimmt, und auch meine gesamten Freunde und Verwandten halten Sie für den Größten. Ja, dann raten Sie mal, wer mein Lieblingsastronaut ist. Hey, wissen Sie was? Bei einem unserer letzten Ausflüge in den Weltraum haben wir ein großes Tim-Taylor-Grunzen veranstaltet. Nein. Doch, ich hab's auf Video aufgenommen. Hey, wollt ihr das mal sehen? Ja! Heidi, den Monitor. Danke, Heidi. So, dann passt mal auf. Das erste Grunzen im Weltraum. Ich hab's gefunden. Glaubst du, wir können das neu verkabeln? Ja, wir brauchen noch mehr Power. Ich möchte mal sagen, das war ein winziger H für einen Mann, aber ein großer H für die Menschheit. Wir haben hier noch Flight-Ingenieur Claude Nicollier. Nicollier stammt aus der Schweiz und er ist einer der beiden Astronomen in der Crew. Claude, mein Sohn bastelt gerade an einem Sonnensystem. Können Sie ihm einen Tipp geben? Tja, die Sonne in die Mitte, ja? Neun Planeten. Aha. Aber lass dir nicht von deinem Vater helfen. Okay, und nun kommen wir zum letzten Astronauten im Team, Mr. Tom Akers. Und er ist der Werkzeugspezialist im Team. Ich habe ein paar von den Werkzeugen mitgebracht, mit denen wir am Hubble-Teleskop arbeiten. Cool. Wow. Werkzeug aus dem Weltraum. Sowas hätte ich verdammt gern an meiner Lochwand. Sie haben da eine 3,8 Inch McTether-Ratsche. Die braucht man, um da oben Weltraum-Tennis zu spielen. Und dann haben wir noch ein... Hey, wo ist mein Spezialwerkzeug mit der justierbaren Verlängerung? Das haben Sie wohl gar nicht mitgebracht. Doch, ich hab dich vorhin damit rumfummeln sehen. Ich hab nicht damit rumgefummelt. Doch, hast Tim, du? Hab ich nicht. Tim, such dir vielleicht nach dem hier? Ach, das. Also. Na bitte, da ist es doch. Wo hast du das gefunden? Ist doch völlig unwichtig. Hauptsache, es ist da. Es war in Tims Schrank. Wissen Sie das? Ich wollte Ihnen das zurückgeben. Ich hab mir nur gedacht. Tim, das wollen wir auch wieder haben. Wie kommt das in meine Tasche? Wir melden uns nach der Binford-Werbung wieder. Hi. Hi, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Randy Taylor. Hier gibt's keinen Randy Taylor. Wer bist du? Ein Kind. Sehr merkwürdig. Dr. Taylor muss hier sein. Ich habe ihm erst neulich was hierher geschickt. Und seit gestern nicht mehr hier. Und wir sind die Nacht mit dabei. Moment, ich sehe gar keine Umzugskartons. Wir sind eine Zirkusfamilie. Wir packen sehr schnell aus. Hat Dr. Taylor eine Nachsendeanschrift hinterlassen? Nein. Aber er hat erwähnt, dass er der Friedenstruppe in China beitreten wollte. Das klingt aber eigenartig. Eigentlich nicht, weil in Peking eine schlimme Akne-Epidemie grassiert. Hi, Randy, da bin ich wieder. Randy? Sie meint Andy. Ich bin Andy. Hi, wer sind Sie? Ich bin Molly Lorden. Ich möchte zu Randy Taylor. Tja, das ist Randy Taylor. Randy, Andy, Candy, Sandy. Ich höre auf alles. Tja, das ist aber wirklich merkwürdig. In meiner Mailbox waren Liebesbriefe von einem Randy Taylor. Der ist aber viel älter als du. Er hat mir geschrieben, er liebt mich fast so sehr wie seine XS-2000 Stichsäge. Augenblick mal. Wie seine XS-2000 Stichsäge? Mhm. Oh Mann, ich glaube, ich weiß, was hier läuft. Wirklich? Mein Ehemann hat mich früher in seinen Liebesbriefen unheimlich oft mit seiner Lieblingsstichsäge verglichen. Er muss ihnen Liebesbriefe schreiben und dafür den Namen unseres Sohnes benutzen. Er hat mir nie geschrieben, dass er verheiratet ist.
Aber das spielt auch keine Rolle, denn ich liebe ihn und er liebt mich. Ich hätte es ahnen müssen, als er angefangen hat, sich über meine BHs zu beschweren. Mom, du verstehst das falsch. Hi, Schatz. Komm mir nicht mit Hi, Schatz, du betrügerischer Werkzeugbigamist.